zurück zu Diablo Immortales mit neuen Kopfgeldern, mal wieder. Haben wir länger nicht gemacht, oder ich habe länger schon keine gemacht. Ja. Lohnt sich, habe ich festgestellt. Wir haben coole Erkundungssachen bekommen von bestimmten Gebieten und die Monster-Essenzen. Die gibt es da natürlich dann zuhauf, weil wir viele Gegner töten. Und die geben uns dann Bestiariumsseiten, die gut XP geben und auch coole Items. Also ja, machen wir mal hier wieder Kopfgelder, damit wir auf jeden Fall das Bestiarium heute noch abgeben können. Genau, denn dafür gibt es heute sogar Doppelpunkte und wir haben schon 8 Monster-Essenzen. Also lohnt es sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen jetzt quasi 4 Kopfgelder mit Bonus für Zusätze, möchte ich mal so sagen. So, was hier schon wieder Hinterhalt. Hinterhalt haben wir schon geschafft. Paragon 67. Jetzt sehen sie ja richtig fixe. So, die sind. Habe ich hier nicht eben irgendwie im Augenblick eine Kiste gesehen? Doch, da, guck mal. Kiste lohnt sich zwar kaum, aber was man hat, hat man. Okay, hier auch. Nein, warum haut ihr denn wieder ab? Hier waren noch ganz viele Punkte. Wo seid ihr denn alle hin? Still recharging. Also, ich nehme uns nur für mich. Axe hat sich angelegt. I cannot carry anymore. Can't carry anymore. Ach, shit, ja, ich wollte was verkaufen, hab ich ganz vergessen. Oh nein. Jetzt haben wir keinen Punkt mehr. Das ärgert mich schon sehr. The balance is preserved. Gut, teleportieren wir uns kurz dahin. Ich hoffe, unser Loot liegt hier gleich noch. Ich muss aber eben schnell einmal alles hier wiederverwerten beim Schmiedi-Piet. Das müssen wir leider noch einmal schnell machen. Ich habe beim Beenden der Folge davor noch dran gedacht, dass ich dann alles hier mal wieder loswerden muss. Und direkt beim Starten der nächsten schon nicht mehr. So, hier hatten wir noch irgendwo, genau, da wollte ich was aufwerten. Aufwerten, werte mal auf. Wechselmaterial, kriegen wir das zusammen? Scheinbar. Oh, warte kurz. Was hat er denn da gesagt? Aufwerten. Die Aufwertung dieses Edelsteins verbraucht einen Rang 2 Edelstein. Ungebunden einen Rang 2 Edelstein. Ungebunden. Zwei können diese Edelsteine nicht mehr auf dem Markt verkauft werden. Das ist okay für mich, würde ich mal sagen. Ich will die ja aufwerten und ich will sie ja benutzen dafür und nicht verkaufen. Never here sei, never fall upon you. What? Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Aber das macht nichts. Wir sammeln mal ganz kurz hier noch zwischendurch irgendwelche Boni. Und jetzt... ich glaube, hier sind wir gewesen, ne? Das ist das hier. So, hier sind wir gewesen. Jetzt geht's auch instant. Dann nochmal ganz kurz. Wenn ich denn laufen darf. Hier oben um die Ecke. Da sind wir doch gerade hingelaufen, ne? Den nehmen wir kurz mit. Wir wollen die nicht töten. Und... nein, hör auf, ich will meine Verbindung behalten. Für was anderes. War das hier? Ist das richtig? Nee, hier ist ganz nicht richtig. Dann töten wir sie doch mal kurz. So, wo sind wir denn hier gerade eben hingewesen? Da. Dann können wir da hinlaufen. Wo musste ich denn da hin? Ach, ich bin einfach nur eine Ecke zu weit gelaufen. Ja, das, ja. Kann nicht klappen. Ja, ja. Staubiges Paket nehmen wir kurz mit, wenn wir hier schon sind. Und euch ignorieren wir komplett. Oh, die Kiste aber nicht. Da laufen wir einmal kurz im Kreis rum. Oder zweimal. Und dann hier rein. So, und jetzt liegt hier hoffentlich noch unser Loot. Auch wenn es nur graues Kram ist. Okay. Nehmen wir mal ganz kurz hier, die ist fest. Zersplitterte Stangenwaffe. Noch nicht. Ja. Nehmen wir einfach die hinter uns. Gibt's hier noch was? Hier irgendwie. Ja, ich sehe, es liegt hier noch rum. Dämonenleiche. Auf. Und hier war noch was. Ne? Und so weiter. Oh. Da
Ich sehe hier schon wieder in irgendeinem Kram, ne? So, hier lag das doch irgendwie noch rum, oder? Das war doch viel mehr als nur eins. Wir hatten doch... Das ist viel, viel mehr als nur eins. Naja. Das soll sich nicht mehr zu ändern. Dann ist es wohl nicht mehr da. So, hier sind wir leider drin. Okay, die Kugel noch schnell einsammeln. Und dann... Ja, untersuche Sander, töte Dünenwölfe. Ja gut, das ist alles hier in dem hölligen Kram. Das ist ja hier fast im höllen Teil. Da finden wir die, glaube ich, nicht. Sind wir denn hier halbwegs in der richtigen Richtung? Ja, oh, das sieht doch gut aus. Wo laufen wir denn hin? Okay, kommt ihr mit, bitte? Das ist jetzt schon wieder ein Überfall. Der super schnell geht. So. Da sind noch ein paar. Ich brauche noch zwei Monster-Essenzen. Okay, okay, okay. Ja, hat. Da ist meine Monster-Essenzen. Wir brauchen sogar noch eine. Still recharging. Und dann... War das nicht wieder, wie wir abgeben können? Boah, wieso kommen denn jetzt aber immer noch müde? Warte, wir müssen zur Stadt. Ja, doch, das war hier. Wir teleportieren uns mal kurz. Brauchen wir nicht durch die Monster durch. Nicht, dass wir auch noch eine Monster-Essenz verpassen. Und wir geben das hier mal ganz kurz ab. Und dann können wir gleich hier direkt wieder weitergehen. So, da. Ja, gib mir eine neue Seite. Was wird es? Was wird es? Wir sind nicht vollgegangen hier. Lischnisch bis zum Ende. Was Neues auf jeden Fall. Aasfresser. Das äonenlange Verschlingen von nekrotischem Fleisch hat Plünderer bis zur Unkenntlichkeit verändert. Sie sehr... Weiß ich nicht. Ja, 1,7 Millionen Erfahrung stand das da gerade. Ganz kurz zum Schmiedebiet. What can I do for you? Haben wir hier noch eine Menge... So. Job well done. Job well done. Okay, dann mal kurz hier das da holen. Das da holen gibt nämlich doppelt. Müssten wir eigentlich glatt nochmal 10 finden, aber ich glaube, das wird ein bisschen schabierisch. Your death will balance the scales. Und alle blauen tot? Okay, hier unten sind noch mehr blaue. Nehmen wir die nochmal mit. Die müssen wir gleich... Wie brauchen wir denn hier noch überhaupt? 21. Okay. Einmal hier oben lang. Da waren doch auch noch ein paar. Haben wir ja eben beim Zurückteleportieren noch gesehen. Nehmen wir diese da mit. Und hier drüben sind auch noch welche. Bitte? Die könnt bitte auch. Ach so. Wenn wir schon dabei sind, dann könnt ihr auch gleich. So, dann sind wir alle hier am besten. Kommt ihr alle her. Your grave beckons. Wie viele fehlen noch? Einer. Guck mal, da ist doch genau einer. Und einer unnötig. Zwei unnötig. Egal. So, dann haben wir das. Was müssen wir da machen? Sireth. Sireth, Außenposten. Tötet Lau. Ja? Laurende? Laurede? Keine Ahnung. Lauernde. Lauernde Wüstenkriecher. Kiste mitnehmen. Ja, schon direkt dran vorbeilaufen. So, was sollen wir hier lauernde Wüstenkriecher? Okay, und wo lauern die so? Da tauchen sie doch erst mal hoch. Wir müssen also erstmal mal da durchlaufen. Für diese jetzt. Die auftauchen wahrscheinlich. 10 Stück. Das schon. Das sind schon 10. Die kommen hier passend durch. Durchsuch die Sande. Okay, dann laufen wir. Querfeldein wäre nicht gegangen. Wir müssen hier diese Ecke laufen. So, was müssen wir jetzt? Ach so, wir müssen hier noch mehr lauernde. That ability must recharge.
Kommt alle zusammen. Das passt mir ganz gut. So, nächster Spot. The balance is preserved. Überprüft ihr sondern in der Kammer der Wahrheit, tötet lauernde Wüstenkriecher. Hier noch ein paar. Aber von mir aus, wenn die alle zusammenkommen. Oh, okay, der eine ist. Okay, drei Quests abgeschlossen. Das heißt nur noch dieses hier. Oh, warte. Nein. So. Wo teleportierst du uns denn hin? Ist das denn überhaupt sinnvoll? Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir hier Dünenwölfe töten, um goldenes Leder zu bekommen. Okay, da oben sind schon mal welche bei. Da unten sind schon mal welche bei. Da sind auch noch mal welche bei. Okay, ist ja coolio, wenn ihr hier alle zusammen campt. Oh, was ist das? Und das zweite Monster ist okay, dann weiter geht's. Bonusaufgabe, will ich jetzt die knacken? Hier und die blauen, die nehmen wir mit. Und da oben sind auch noch welche. Hier, da nehmen wir auch noch mit. Und hier und da und weiß ich nicht. Hier unten. The shadows rise against you, monster. Give it no time. Wo sind denn noch welche? Ich sehe hier nicht, wo hier wer ist. Der Fickvogel ist ja auch noch der Nerv am allermeisten. Da können wir noch irgendwie. Da bin ich. No, not yet. So, einer ist hier noch, soll ich wieder mit der noch rum. Wie viele brauchen wir? 15, noch 5. We're not the end. So. Okay, okay. Ja, ihr zwei, ihr hier. Ihr hier und ihr hier. Das passt gut. Mehr als 5. Da wird ja wohl 5-mal Leder dabei sein. Wunderbar. Schon wieder fertig. Dann nehmen wir noch diese Kopfgelder mal mit ab. Dann würde ich noch mal kurz gucken, ob wir eine Lassalle-Gruppe finden. Vielleicht jetzt. Wenn da schon einer offen ist. Da müssen wir leider, glaube ich, auch wieder hinlaufen, damit wir das nachprüfen können. Oder ich wüsste jedenfalls noch nicht. Ja, das dauert ja noch. Oder ich wüsste nicht, wie man das sonst gucken kann. Nochmal, Paragraph 68. So, die Kiste nochmal. 3000 diesmal. Dafür können wir hier nochmal was mitnehmen. Schließt 12 Battle-Pass-Aktivitäten ab. Gibt es auch nochmal 60 Punkte für. Damit sind wir hier nochmal. Endet in 2 Tagen Saison 4. Wir sind erst bei 13. Wir sind echt nicht so weit gekommen, ne? Das wäre halt schon noch nice. Wenn wir hier nochmal irgendwie so coole Sachen noch mitnehmen könnten. Am Anfang sind wir hier, glaube ich, viel weiter gekommen. Da war ich auch wirklich regelmäßig online. Das schaffe ich im Moment nicht. Hm. Was gibt's denn hier eigentlich noch so? Battle Pass. Am Ende gibt's den da. Inbrünstiger Fangzahn. Schaden gegen Elite-Monster um 1,5 erhöht. Jeder Angriff gegen einen Gegner erhöht den Schaden, den er durch euch erleidet. Bis maximal 8%. 8% an einem Boss zum Beispiel? Schon nice. Und dann kriegt man ein Geschenk des Ruhms. Die erhalten aber ein Geschenk des Ruhms öffnen. Voll cool. Wie lange ist das immer insgesamt? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich vielleicht mal versuchen, dann mal in einem Zyklus tatsächlich zu schaffen. So, was können wir hier jetzt noch? Achso, ja, Paragon aufwerten. Was kriegen wir hier? 5% erhöht. Sehr gut, dass wir das direkt noch mitnehmen können. Und dann laufen wir hier einmal. Wenn wir jetzt keine Lassalle-Gruppe finden, machen wir vielleicht nochmal ein Herausforderungsportal. Wir sind ja jetzt gefühlt schon wieder 10 Paragon-Stufen höher. Also falls ich jetzt hier nicht direkt eine sehe mit 2, wo vielleicht schon ein paar Leute drin sind, dann glaube ich, macht das gar keinen Sinn. Auswahl, dieses 1 und 4. Also nein, 1 und 3. So, 4 Leute in der 1er-Gruppe, aber wir wollen ja Schwierigkeit 2 und Schwierigkeit 3 sind wir noch zu low, da können wir gar nicht beitreten. Dann machen wir doch tatsächlich nochmal ein Herausforderungsportal. Oder machen wir ein Ältestenportal. Oder vielleicht beides. Mal gucken, was wir schaffen. Erstmal das hier.
Stufe 32 wird vielleicht knapp. Mal gucken. Aber sollte eigentlich noch passen. Das letzte war auch noch nicht super knapp. Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen stärker geworden mittlerweile. Also ich denke, das sollte passen. Aber ein paar zusammenziehen können wir ja trotzdem vielleicht. So, bitteschön. Okay, dann geht's hier weiter. Stimulierende Kugel. Wir sind ein bisschen schneller und ein bisschen stärker, wenn wir denn hier mal durchkämen. So, ich bitte euch einmal zusammen. Geht da noch ganz gut. Links, rechts, in der Mitte. Hier ist schon mal was Goldenes. Gute Wahl. Wither and die. Und hier unten noch welche, die wir mitnehmen können? Ja, guck mal. Die können dann nochmal bitte mitkommen. Die Goldene ist hier immer noch nicht berührt. Ihr seid aber alle mitgekommen, wie es scheint. Wulak kriegen wir aber auch noch hin. Hier. Okay. So. Das hat aber gepasst. Dann hier lang. Wieder bitte anfangen. Das wäre schön. I must wait, it seems. Okay. Klein. Wieder ein großer dabei. Ein dicker. Dann haben wir kontinuierlich Feuerschaden zufügt. Das haben wir ja im Legendary. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Fortschritt ist immer gut. So, hier nochmal ein paar zusammenziehen bitte. Und hoffentlich nicht sterben. Das ist doch nicht ganz so viel. Okay, aber ich versuche mir mal zu merken, dass hier noch der Schrein steht. Wir essen das Alchemia. Da könnten wir, ich weiß nicht, ob das vielleicht hilft mit dem Boss tatsächlich oder. So. So, hier. Ja, Heilkugeln wären auch noch nice. Okay, da kommt er. Wir nehmen mal ein Getränk. Aber ich will noch eben, tut mir sehr leid, den Schrein einmal mitnehmen. So, jetzt kämpfen wir. Hey, hol ich auch nicht drauf. Ich hatte aber auch nicht Rage. Okay, komm mal raus. So passt das gerade noch, dass wir ihn angreifen können und unsere Waffen losschicken können. Hier mit der Maus schon drin. Und vor allem, was gut ist, was mir gerade sehr entgegenkommt, ist, dass wir diesmal wieder nicht da nur hinlaufen, wenn wir... Oh, schon gut. Nur wenn wir klicken. 3,5 Minuten, das war doch ganz gut. Das war doch eigentlich richtig gut. Möchte ich mal so behaupten. Dann haben wir doch 32 auch geschafft. Wir sind bestimmt in der Rangfolge immer noch super weit hinten, weil einfach alle anderen auch so viel weiter sind. Und ich glaube, ich mit 32 hier echt noch nicht so noch so gut vorangekommen bin. So. Mal gucken, ob wir hier kurzfristig schnell noch eine Gruppe fürs Ältestenportal finden. Nebenbei sammeln wir mal eben das hier noch ein. Hier haben wir noch irgendwas, das da bekommen. Versammlung beginnt. Das dauert ja noch 100 Jahre. So, Gruppe. Sieht aber fast nicht so aus, als würden wir hier noch schnell wen finden. Ich weiß nicht, ob ich das alleine so gut schaffe. Aber vielleicht versuchen wir es uns einfach mal. Ja, trotzdem suchen. Trotzdem starten. Mal gucken, wie es mit dem Ältestenportal läuft alleine. Das sollte ja eigentlich auch noch gut gehen. Es geht ja zu viert auch immer ratzifatzi. Und wird ja nicht schwieriger. Das bleibt ja quasi gleich. So. Warum sehe ich hier nichts? Finde ich jetzt irgendwie nicht so richtig nice, muss ich sagen. Oder wird das noch wieder besser? So ist nämlich echt blöd. So sehe ich halt gar nichts. Ich meine, wir haben das ja manchmal, dass es da so super Sachen gibt. Jetzt habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Das ist schon lästig.
Lästig, lästig. Your corpses are mine. Run if you like. There is no escape. Ah ja, egal. So, wie weit sind wir denn hier? Ist jetzt nicht mehr zu ändern. Dann nehmen wir hier den Schrein der Raserei mal mit. Sehe nichts. So, Portalfortschritt. Solange es hier wenigstens nur normal einen Weg lang geht, dann geht's ja auch noch. So. Sind wir noch super slow, oder was? Your grave beckons. Haran, Stufe 1. Waren wir nicht eben gerade erst 68? Your corpses are mine. Oh ne, hier geht's lang. So, nochmal kurz 2. Noch sind wir rot leuchtend, das heißt, wir haben nicht mehr Schaden. Jetzt gibt's hier irgendwie. Oh oh. Ist da ein Goblin etwa? Den sehe ich doch gleich nicht mehr, wenn wir den. Fick dich. Ich muss hier leider auch. Ich sehe den nicht da. Oh, er läuft wieder zurück. Nein. Yay! Und das im Dunkeln. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Mir aber auch noch nie aufgefallen, dass wir irgendwie Goblins auch sehen hier. Ich weiß, wir laufen hier durchs Feuer. Die and rot. Wir sogar auch Goblins haben in diesem ältesten Portal. Ist zum ersten Mal so aufgefallen. Hier sind noch blaue. Oh, muss ich da reinlaufen? Ich dachte eigentlich, es geht noch nicht los mit den Strahlen. Die halten ja irgendwann an. Guck mal, das müssen wir doch gleich geschafft haben. Ja. So. Hier ist direkt der Lüllerne. Is inevitable. So. Mal gucken. Dann haben wir da Brust. Brust kennen wir auf jeden Fall schon. Scheint aber schnell zu gehen. Ja, und wir sehen auch endlich wieder was. Sehr, sehr schön. Super gut. So, ganz viele von diesen kleinen bunten Dingern. Schmiedebücher machen wir eben. Direkt alles loswerden, was wir hier so haben. A job well done. Wunderbar. Hier, guck mal. Noch einsammeln, was wir eben nicht sehen konnten, wegen Loot und Dunkel. Ich weiß nicht, ob wir hier links noch welche gehabt haben. Unten müssen wir gleich nochmal kurz durchgucken. Ja, Feuer, ich weiß. Mir gerade egal. Nö, das sieht gut aus. Dann können wir noch glatt hier schon raus. Und waren ja doch recht fleißig in dieser Folge. Also, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dann eine Ini finden, ob wir dann Leute finden für eine Ini oder Lassal oder Gorgotra oder wie sie hieß. Aber wir versuchen das auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch Punkte zu vergeben. Inventarzeilen. Oh, wir kriegen mehr Platz. Wie gut. Wieso habe ich das am Anfang nicht gewusst? Dann hätte ich gleich hier oben geskillt. Platz ist doch mein zweiter Vorname. So, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Genau, aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.